A phone. That's expensive stuff. Are you guys all right? The screen's smashed. Do you know how expensive these are? Na gut. Look, let me help you up. Get away from my stuff, thief. Bitte was? Ich will doch nur helfen. I'm just trying to help. Give me your arm. You two were made for each other. Was zum? Bitte was? What the hell just happened? Sorry, mate. Gotta go. Ich bin verwirrt. Right. Ich glaube, die auch. Wo ist der Mann hin? Was hat er getan? Wir sind füreinander bestimmt? Das klingt nicht gut. Und das war der gleiche wie am Anfang. What time do you call this? Sorry, I got held up. Oh, never mind that. I need your advice on something. Ja, gerne. Raus mit der Sprache. Jetzt geht's los. Nee, also, ich helfe doch immer gerne. Let's hear it. So, I met Darren again last night. You know, the one with the funny ears. Ich glaube nicht. Captain Spock, tut mir leid. Captain Spock. Anyway, he invited me back to his last night. Finally! Für seine letzte Nacht? Ist es ein neuer? Wait, I thought you were seeing Tony. Keep up! Tony with the terrapins. Turned out he was married. So are you going to that drinks thing on Thursday? Donnerstag, ich habe keine Ahnung, wie mein Terminplan ist. I thought you were telling me about Darren. I'll fill you in on that later. Please say you'll come out. You're the only one I can talk to. Meine Tochter. No, I can't. Gotta look after Molly. Oh, you always use that as an excuse. Ja, du kannst ja mit aufpassen auf das Kind. Also nur mal so. Würde gehen. Oh, ich muss mal wieder laufen. Die laufen hier nicht von alleine. Man muss sie durch die Gegend steuern. Achso. Ist das hier mein Büro? Sieht so einladend groß aus. Morning. Or should I say afternoon? It's only just gone 9. 9:02 by my watch. Synced to Big Ben. Cool. Eine Uhr, die sich nach dem Großen stellt, finde ich gut. Good grief. Careful, Sunshine. Don't forget who's in charge around here. You're our supervisor, not our prison warden. Now all I can think about is Shaz in handcuffs. Do you even do any work round here? If you knew the pressure I'm under to hit the new targets, the fact I'm keeping it together is a miracle. Mhm. Dann mach doch mal eine Pause. Well, perhaps you need a holiday. Oh, he's piped up, isn't he? You better wind your neck in. Don't forget you're on report for all those days off. Yeah, because he was in hospital. Shaz. That's tragic. Come on. Alles gut. Wie? Warum eigentlich im Krankenhaus? Mein Gott, sind wir motiviert. Moment. Das noch, das. Und hier ein Stempel. Boah. Und da noch ein Stempel. Und Stempel. Ach, ich habe ja noch einen Stempel. Und einen Donut stempel ich auch noch. Ist doch alles hier, noch ein Stempel. Und weg damit. Und jetzt stempel ich noch was. Und kopieren. Ja. Und gleich gibt's die Fehlermeldung. Kein Papier mehr, der Toner ist alle oder was auch immer. For Pete's sake! Ja. Brit, you bastard! Hello, welcome to technical support. To help us with your query, in your own words, please describe your problem. Ich liebe so eine Ansage. Verbinde mich mit einem Menschen, Papier hat sich gestaut, Drucker ist kaputt, komm. The printer doesn't work. Again. Thanks. Did you say you would like to change your account? So ist es aber auch manchmal.
The printer doesn't work. I'll put you through to one of our support team advisors. Finally. We are currently experiencing a high number of calls. You are number 164 in the queue. Please hold. Ja, und in 3 Tagen sind sie dann mal dran oder die Verbindung wird vorher getrennt. So schön. 5:30, let's get out of here. Überstunden. Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Überstunden. John, mate, where do you think you're going? Feierabend, nach Hause. Natürlich. Was denn jetzt schon wieder? Also. I'm going home. It's 5 PM. I think we're entitled. Didn't you get my email? I marked it as important. You couldn't have missed it. Nein, es gab keine E-Mail. I didn't see an email from you. Oh no, I'm sorry to hear that. Long story short, there's been a bit of a foul-up. Anyway, I need the Royal Oak files completed by the start of tomorrow. I think it can keep. No can do. The big man upstairs says it's tomorrow or your department is in deep doo-doo. I'll stick around and help you out. Well, it's John's cases. I don't think we should set a precedent of sharing out work. Schon in Ordnung, schon gut. Ich habe keine andere Wahl. Well, I guess I better get back to my desk then. What about Molly? I'll get a sitter. You go home. Good lad. All right. Well, if you're sure, I'll see you outside Molly's school tomorrow. See you tomorrow, Shaz. And remember, it's a school night, so don't get up to too much trouble. Ugh. You never sent an email, did you? Shit rolls downhill, mate. Sehr netter und sympathischer Mensch. Und damit mussten wir unsere Tochter versetzen. Das Abendessen ist in die Tonne gefallen. Mal charmant formuliert. Und, naja. Und wir haben einen richtig motivierenden Gang und ein richtig motiviertes Leben. Ich glaube, so entstehen Depressionen. Oh ja, so ist man dann richtig begeistert von einer Arbeit und macht diese dann auch gerne und... Und dann wundern sich Leute, warum es plötzlich heißt, nee, ich gehe und mach was anderes, wenn man was Besseres gefunden hat oder zumindest irgendwas Vergleichbares. Tja. Der lange Weg nach Hause. Aber wir sind angekommen. Ich sehe doch schon das Schild. Dingwall Tower. Es ist nicht mehr weit. Und wahrscheinlich wird... Natürlich, der Fahrstuhl ist auch noch außer Betrieb. Ein richtig guter Tag für ihn. Aber morgen wird's besser. Das kann man nur hoffen, dass der morgige Tag einfach besser wird. Und wir haben ja noch sie. Dad! Ich wusste, ich habe was vergessen. Oh, for Christ's sake. You forgot dinner, didn't you? Ja. Look, I'm sorry, Mois, but it's been a really long day. I just forgot. I think there's some jelly in the fridge. Na dann. So much for healthy eating. Who am I to complain? It's kind of late for you to get back. I've been here since 3:00. Ja. Was war mit der Tagesmutter? Well, do you want me to get a childminder in future? Yes. Ja. Wir können sie uns wahrscheinlich nicht leisten. You don't need a childminder. And anyway, we can't afford one. Well, I did my homework. Do you want to check it? Wenn du willst, aber ich glaube nicht, dass ich wirklich qualifiziert bin, die zu überprüfen. Yeah, just let me rest my eyes for 5 minutes and then I'll sort out food and then I'll take a look at your homework. All right? Na, ich wette mit euch, er schläft gleich ein. Ja.
Ach, das arme Kind. Eigentlich ist die so eine frohe Natur, aber durch die Umstände wird sie halt schneller erwachsen, als sie sein müsste. Und jetzt schläft er ein und morgen wacht er erst auf. Es sei denn, da passiert etwas Unvorhersehbares. Wir erinnern uns, er hatte einen komischen Zwischenfall mit ihm hier. Bitte was? Molly, I'm sorry. I think I overslept again. Das ist die falsche Stimme. Das ist das falsche Büro. Wohnung. Molly? Molly, are you here? Oh. What the hell is all this stuff? Wir haben den Körper getauscht. What's up with my voice? Wir sind That's der andere. Weird. Okay. Oh, cool. Er streamt auch. Ich setz mich mal. So, also. Verdammt. Passwort geschützt. Entsperrt sich nicht einfach alleine. Haben wir mal einen Spiegel? Ah, der wohnt ja richtig cool und schön hier. Ach, das gefällt mir. Okay, ich glaube, ich muss mal gucken, ob es hier Easter Eggs gibt. Wartet mal ganz kurz. Wir gehen mal kurz zurück. Mich interessiert es nur mal, ob sie hier Easter Eggs eingebaut haben. Da ein kleiner Affe oder sowas, die Hanteln. Da oben zwei Figuren. Keine Ahnung, ob man die kennen müsste. Mir sagen sie erstmal nichts. Oh ja, hier ist ein Easter Egg. Ich weiß nicht, woher der Schleim kommt, aber ich habe ihn schon mal gesehen. Irgendein Dragon Quest oder sowas kann es gewesen sein. Wenn ihr es genau wisst, gerne in die Kommentare, nicht wahr? Also, aber das ist ein Easter Egg, definitiv. Oh, der Roboter hier auch. Transformer wahrscheinlich angelehnt. So, die Exo, nicht die Expo. SpongeBob, ja, Blibi. Na gut, erinnert mich ehrlich gesagt mehr an SpongeBob. Die Sterne aus Mario, auch der, das Ding hier. Das ist auch, ja, Pac-Man? Ich glaube, kann Pac-Man gewesen sein, wo die Dinger so aussehen, die Geister. Ne? Das sind ja die Geister, die da rumfliegen. Auch Bubble Bobble hatte ja auch so eine Viecher. Ich weiß aber nicht, wie die aussahen. Das Schwert kommt mir ehrlich gesagt auch bekannt vor. Ich bin mir nicht sicher, woher das kommt, aber es kommt mir in einer Art bekannt vor. Hier eine Figur. Rosa Zöpfe. Schulkleidung wahrscheinlich angehaucht. Ja, auch viel im Anime-Bereich würde ich jetzt spontan antworten. Es könnte eine Viper sein. Könnte auch was anderes als Raumschiff sein. Die Raumschiffe auf jeden Fall kennt man auch von der Optik her. Der Dino ist ja süß. Oh, hier ein gefalteter Schwan. Süß. Wer bist du denn? Da oben sitzt nämlich einfach eine Figur. Auch schön. So, okay, ich wollte gerade sagen, da ist ein Gamepad. Was steuert's? Aber da ist die Konsole. Gamecube. Es ist ein Gamecube, der da noch liegt. Ach, ist das cool. Und ich glaube, eine PlayStation 1 könnte das sein und darunter dann die PlayStation 4. Ach, ist das cool gemacht. Ist das schön. Anspielungen. Ganz viele. Eine Basecap gibt es auch noch. Akten. Eine schöne Aussicht. Okay, hier hinten in der Ecke dann Sport machen. Oh, die Aussicht ist jetzt aber nicht so toll. Da ist ein Träger davor. Na gut, aber andersherum, irgendwo muss man ja auch die Sportgeschichten hinpacken. Hier kommen wir nicht rein. Geht's hier rein? Und der Schock seines Lebens. Die Zahnbürste ist hier sicherlich in Ordnung. Gut gedämmte Wände nennt man das. Ja, aber das ist auch mal cool. Wir haben endlich mal eine Story wieder mal mit
Tausch des Geistes in einen anderen Körper. Habe ich jahrelang nicht mehr gehabt. Gab es früher mal in ganz vielen Filmen, ne, dass irgendwie die Leute dann in den Körper des anderen versetzt worden sind und so weiter. Aber hier haben wir das lange, lange, lange Zeit nicht mehr gehabt, finde ich. Also ist mir jetzt in jüngster Zeit nicht mehr untergekommen, so eine Story. Deswegen finde ich mal cool, dass auch sowas wieder auftaucht. So, wir müssen uns entscheiden, wen wir jetzt nehmen. Ich denke, wir machen mit der Domestic Affair weiter. Männer huge. Und sie hier kommt auch noch ran. Aber erstmal die da. Die ist jetzt nämlich dabei, ihre Station zu erreichen und steigt dann mal aus. Hallo? Ah, jetzt. Jo, na dann geht's los mit der nächsten Story. Und ich vermute mal, wir kehren zu unserem Kollegen von eben gerade und seiner Tochter zurück, nachdem wir diesen hier, diesen Bereich abgeschlossen haben. Die innere Unruhe, Kapitel 1, der Kandidat. Do you value all human life? Natürlich. Was ist denn das für eine Frage? Some more than others. Are there circumstances where it's appropriate to deceive a loved one or partner? Wen spielen wir hier? FBI oder was? Depends on what I stand to gain. And to take the life of a loved one? Bitte was? Moment mal. There would have to be a bloody good reason. Are you capable of suicide? Natürlich, immer. Was sind das für dämliche Fragen? Was machen wir hier gerade? Been known to, but only after a few drinks. Please be cooperative, Miss Hughes. What is your greatest fear? Wie? Na Gott sei Dank habe ich die nicht als erstes genommen, sonst hätte ich gesagt, was ist denn das für ein Spiel? Rising interest rates. Got a big mortgage. If you were to be sent on a long trip, how long could you be away from your normal life? Bitte mal spezifischer gehen. Was meint ihr? What do you mean? We mean your life outside of work. Your attachments, your family. Es ist schwer, richtig zu antworten, wenn man nicht weiß, worum es geht. It's not a problem. Even years. What if the trip was indefinite? Is it? Thank you, Miss Hughes. We appreciate your time. That'll be all for now. Was war denn das? Got me on speed dial? You got a spare hour or two? I may have. I'm coming over. Wo sind wir hier? Und was spielen wir für eine Figur? Das ist vielleicht noch die wichtige Frage. Richtig vertrauenserweckend war das jetzt gerade nicht. Betrügen Sie den anderen? Ja. Also mir kommt das ja hier wirklich wie das Vorstellungsgespräch einer Geheimagentin. Aber ein bisschen mehr Information, bevor man hier in die Story geworfen wird, wäre vielleicht nützlich. Oh, Mann Mina, winkt mir zu. Mina Hughes. Wollen Sie ein Interview? Nee, wer sind Sie überhaupt? Hi. Aber man freut sich. Ja, worum geht's? Was? Suche nach Schwächen. Minas Lebenszeichen 120 zu 80 ist der Blutdruck bzw. der Puls. Der Puls ist 98. So, also Müdigkeit, Hunger, Gesundheit, Bewusstseinsstrom. Immerhin bin ich dem strikten Befragungsraum entkommen. Dafür habe ich auch keine Zeit. Ich könnte schwören, dass ich dich noch nie hier im Büro gesehen habe. Verdammte neue Rekruten, können die das Zeug nicht selber lernen? Oh, um Himmels Willen, vielleicht könnte ich zu meinem Termin zu Felix etwas zu spät kommen. Muss ihn auf Trab halten. Worum geht's hier? Oh, Moment mal. Gesichtsanalyse. Unbefangenes Lächeln erscheint nicht gestellt. Zu sehr darauf aus, einen guten Eindruck zu machen. Totale Anfängerin, hat wohl kaum Kampfeinsatz erlebt. Aha. Spannend. Namensschild. Voller Name Amy Nünk. Ich plane nicht, mit mir den Namen zu merken. Erstaunt über ihre Sicherheitsstufe. Level 4. Was spielen wir denn hier? Hände.
Leichtes Zittern, Nervosität oder Aufregung. So oder so, sie hält ihre Gefühle nicht zurück. Kein Ehering. Schlau von ihr. Professionelles Interesse 8.0. Vernachlässigungsbar. Hey, Bach, geh weg. Bitte geh. Ganz nett. Do you mind if I get past? I'm Amy. Amy Ung. I'm pretty new here. I can understand why you wouldn't remember me. Töte mich. Jetzt geht's los. Super. Ist sie wirklich so? Hi. Can you move, please? Thanks. Oh.